Na, hast du genug? Der ist fertig, der Kleine. Der kommt heute nicht mehr hoch. Nein, 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 das lässt du mal schön bleiben. Oder willst du ihn vor den Leuten hier noch mehr blamieren? Ich kann ihn doch nicht so da liegen lassen, der braucht einen Arzt. Wenn du jetzt einen Arzt rufst, das wird dir Christian nie verzeihen. Tja, mein Junge, da hast du dich wohl so ein kleines bisschen überschätzt. Ich hab's ja gleich gesagt. Vorsicht, das brennt jetzt kurz. Sorry, das muss sein. Schon gut. Du wirst deinem Coach schon noch beweisen, dass du fit für den Kampf bist. Du musst dich nur richtig reinhängen. Ach, das ist doch so ein Unfit. Hey, der Typ hat nur gewonnen, weil er gedopt hat. Sonst hätte ich ihn platt gemacht. Scheiße. Mann, ich weiß das. Kandetsky wirst du das auch noch zeigen können und dann stellt er dich vielleicht doch noch für den Kampf auf. Ach, so viel kann man nicht trainieren als normaler Mensch. Nicht ohne Doping. Ich habe mich halt sowas von zum Fallobs gemacht. Jetzt mach dir doch nicht so einen Kopf wegen irgendwelcher Assis, die nur Stroh in der Birne haben. Leute, da haben die noch über dich gelacht, aber irgendwann da legst du jeden von denen auf die Matte. Olli, deren Meinung, die interessiert mich einen Scheiß. Um die geht es nicht. Warum denn dann? Machst du dir etwa Sorgen, was ich von dir denke? Nein. Es geht um meinen Vater. Der hat sich früher immer gewünscht, dass ich ein großer Boxer werde. Und hätte er mich heute gesehen, da hätte er sich für mich geschämt. Na? Tut's noch weh? Halb so wild. Ich meine nicht die Visage. Du hast Talent. Das habe ich sofort gesehen. Danke. Aber Talent alleine reicht nicht. Tja, das habe ich gestern gesehen. Eben. Deswegen reden wir mal Klartext, ja? Du bist an einem Punkt, da musst du Entscheidungen treffen. Machst du weiter oder hörst du auf? Ja, ich mache weiter, keine Frage. Ist nur die Frage, wie. Es geht natürlich auf die altmodische Tour. Sauber. Verstehst, was ich meine. Aber dann bist du frühestens in 2-3 Jahren so weit, dass ich dich gegen die wirklich guten Jungs boxen lassen kann. Was? 2-3 Jahre? Mindestens. Es ging natürlich auch schneller. Wie gesagt, ist deine Entscheidung. Natürliche Mittel zur Leistungssteigerung sind eine sportliche Ernährung sowie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Traubenzucker oder bestimmte Aminosäuren. Weitere leistungssteigernde Möglichkeiten, die allerdings... Vielleicht sollte ich doch lieber Popstar werden als Model. Was meinst du? Ui, da haben wir wohl jemanden bei was erwischt. Quatsch. Mhm. Und wie rot er wird. Was bestimmt heimlich im Schwulen-Chat. Blödsinn. Wir haben doch alle unsere kleinen Geheimnisse. Olli, ich habe überhaupt keine Geheimnisse. Gut, dann hast du eben keine. Zeig mal dein Gesicht. Man sieht ja gar nichts, komm mal mit ins Licht. So. Ups. Ist schon gar nicht mehr so geschwollen. Du recherchierst über Doping? Olli, ich habe nur ein bisschen recherchiert.
Was gehst du eigentlich einfach an meinen Laptop? Sag mal, spinnst du? Und warum hast du dann so ertappt reagiert? Ja, weil ich genau wusste, wie du reagieren würdest. Mann, hier stehen so viele Sachen, die absolut legal sind und total ungefährlich. Sagt wer? Die Typen in dem Chat. Die haben's ausprobiert. Glaubst du denn, die schreiben da drin die Wahrheit? Was ist das hier eigentlich? Unser Olli, der Mega-Experte in Sachen Doping? Ja, und du bist scheinbar der Mega-Trottel, was das Thema angeht. Oder glaubst du, das Zeug wäre verboten, wenn's so harmlos ist? Sag mal, verstehst du's nicht? Ich informiere mich über legale Sachen. Richtiges Doping kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Christian, das sagst du jetzt und irgendwann heißt es dann plötzlich, ich will's doch nur mal ausprobieren. Ist dir eigentlich klar, dass du die Sporo knicken kannst, wenn rauskommt, dass du während der Prüfungsphase gedopt warst? Ach, da stehen doch bestimmt auch Sachen drin, die man ihm nicht nachweisen kann. Obwohl, bei so einer Lusche wie dir könnte man vielleicht sogar noch was rausreißen. Pass mal auf, du verpiss dich jetzt mal, okay? Zack! Christian, bitte. Ich stell dir jetzt eine Frage und ich will, dass du die ehrlich beantwortest. Hast du vor zu dopen, ja oder nein? Nein. Versprichst du es mir? Mann, was soll das hier, Mutti? Versprich es mir einfach.